Schlangen und jenseits der falschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun im Reichskanzleramt alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben: Wie ihr es uns vorgemacht habt, so machen wir es jetzt nach. Und wenn die jüdische Zeitung über alte Glauben auf versteckte Drohung durch die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn die alte Glauben unserer Notverordnung umgehen zu dürfen, sie sollen sich bieten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. Ganz Und den Männern des November 1918.
Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslosigkeit beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Die Mutter des von Siedemann zu 2 Millionen.